Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Wir sind im Decoration-Fieber. Wenn es jetzt endlich geht. Ein kleines Hunter-Plüschtier. Das möchte jeder, was ich zu Hause habe. Jeder. Wenn er jetzt sagt, nein, ich nicht, dann lügt ihr. Und ich muss es wissen. Ich weiß das, dass ihr lügt. Ich weiß das. Ich weiß alles. Die Farbe habe ich noch hier. Die Farbe. Hab dann mal die Farbe. So, oh, zack. Okay. Hier gibt es nochmal ein Small Christmas Tree. Wie groß ist denn der? Vielleicht hier noch im Haus sogar noch was hinsetzen können, das finde ich ganz geil. Sogar noch, so. Ich will mal gucken, wie groß der ist, ne? Das sieht ja genauso aus. Wo könnte man hier ein Christmas Tree hinsetzen? Hier oben. Ja, der guckt durch die Decke. Naja. Der ist zu groß. Dann kommt der beim Marktplatz mit hin. Na, da kommt er beim Marktplatz mit hin. Da freut er sich. Okay. So, Marktplatz. Wir können mal ganz kurz was für einen Marktplatz machen. Geschenke machen wir gleich. Marktplatz möchte ich. Ihr ahnt es bestimmt. Vielleicht ahnt ihr es ja schon, was ich für den Marktplatz machen möchte. Wo ist Rudolf the Red Nose Reindeer? Everybody shining nose. Oh. Ich wünschte, ich hätte eine. Schau mal, drei Stück. Eine richtig schöne Winter-Playlist. Ja, mit so richtigen Weihnachtsliedern. Oh, das wäre so geil. Aber ich habe, das kann ich nicht machen. Das GEMA sofort da. Was echt schade ist. Was ist denn das hier eigentlich? Was ist denn das? Ich muss jetzt mal testen. Ich meine, das hängt hier mit beim Weihnachtskram rum. Was ist das? Was bist du? Süßigkeit, okay. Ja, doch, das finde ich gut. Was ist das hier gewesen? Das ist also das Gegenstück. Gegenstück, Gegenstück, so. Dann müsste das ja jetzt hier. Wo können wir das mal hinmachen? Wo? Habe ich jetzt mal noch? Habe ich nicht. Okay. Also das ist schon ein bisschen, ne? Doof. So. Also. Moment. Birkenholz, Bretter, so. Ich dachte, ich kann das vielleicht so dran machen, ne? Aber jetzt habe ich eine Idee, wie ich es mache. Moment. Erstmal das Loch. So. Ich hätte jetzt gern, dass das hier so dazwischen hängt, ne? Würde bedeuten. Hier. Und hier. Ich mach mich kürre. Warte. Würde ich es hier machen wollen. Dann mache ich das jetzt hier, da sollte das ja gehen. Welche Seite ist das? Das ist die andere Seite. Okay, das ist jetzt die Seite. Ich meine, das ist doch... Hä? Ich verstehe es nicht. Ich will doch das doch nur, das muss doch nur andersrum. Hä? Freunde, warum? Jetzt geht er weg, du Weihnachtsmann. Ah, jetzt. Okay, jetzt sollte ich, kann ich das wegmachen? Ohne das
Jawoll. Danke schön. Ein Weihnachtswunder ist geschehen. Ein Weihnachtswunder ist geschehen. Jetzt ist er dran. Das ist das Ernst. Also das Ingame-Weihnachten legt sich gerade mit mir an. Aber das wird's verlieren. So, ne, da haben wir hier schon mal so klein, so, ne? Das ist schön. So ein klein Santa Claus. So, kleiner Santa Claus. Der guckt da raus aus dem Haus, ne? So. Du bist halt, musst du dann wieder wegräumen alles. Dann, wenn dann der Frühling wieder Einzug hält. Was ist das? Das ist nochmal irgendwie, ne? Mistletoe. Oh, cool. Oh, ein kleines Rentier. Ein Plüschrentier. Ja, hier. Pfefferkuchenhaus. Kuchenhaus. Da guck ich dann fein raus. Wenn ich mir durchgefuttert habe. Kann ich das mal so ein bisschen schräg hier stellen? So hier? Ja! Oh, geil. Das ist doch geil. Es ist Nacht, wir können eigentlich jetzt pennen, ne? Aber, ja. Was ist das? Da kann man so Süßigkeiten rausnehmen. Oh, das ist gut. Das ist immer gut. Das ist immer gut. Wir müssen erstmal zum Markt gehen irgendwie. Na, hier kann man sich Zuckerstangen rausnehmen. Wer eine möchte, kann da gerne. Schneemann! Ja, wer möchte, kann gerne eine rausnehmen. Wir gehen mal kurz pennen, dann schaffen wir jetzt mal den Schlitten und das Zeug weg. Ne, Richtung Dorf. Das nervt mich gerade voll im Inventar. Schöne Winterwunderwelt. Tralalalala. Wow. Wir können ja eigentlich jetzt wirklich mehrere Stunden hier in-game mit zubringen, ne? Also, ich meine, sowas könnte man hier überall machen. Diese Lichtergirlanden hier, das können sie überall hinlegen. Oh Gott. Wenn ich jetzt wirklich alles komplett dekorieren wollen würde, das wäre schon 10 Folgen alleine nur dekorieren. Aber hey, wir bauen nicht. Also, das ist mal eine Abwechslung zum Bauen. Autsch. Erstmal schön ins Knie eingerannt. Wow. Wenn man das in der Luft setzen könnte, wäre das irgendwie geil. Ne, wenn wir da irgendwie was setzen, dann kann man das. Dass man hier irgendwie den Schlitten hinmacht, so. Fände ich irgendwie ganz nice. Warte mal, ich habe gerade eine Idee, wenn ich den Schlitten. Muss ich da seitlich drauf gucken? Ja, nein, Moment. Ach, das Bettchen noch nicht. Ich will den Schlitten haben. Also. Ich sag mal, das ist jetzt so. Ne, hier ist auch wieder Schlitten. Wie sehen die Rentiere aus? Okay. Ja, Rentiere. Jetzt müsste ich das natürlich irgendwie noch mit so kleinen Sachen irgendwie so mit den Leinen verbinden können. Oh, das wäre geil. Los, Dancer, los, Comet, los, Blitzen. Ja, mega gut. Ich mag das. Ach, ist Weihnachten nicht schön. Wir können gleich hier weitermachen. Ach ja, wir haben noch den Christbaum. Christbaum. Oder? Lustigerweise würde sich hier so ein großer eignen, ne? Also lustigerweise würde sich hier auch ein großer gut machen. Wisst ihr was? Der hier, der Kleine, der kommt in die Taverne rein. Ja, der machen wir in die Taverne rein. Oder vielleicht machen wir dann noch einen großen in die Taverne rein. Ach, ich weiß nicht. Wir machen. Jetzt mal noch einen großen. Oh, ich habe vergessen. Okay, Moment. Na,
In der Taverne, eigentlich müssen wir überall alles dekorieren. Boah, das wäre echt heftig. Ja gut, eigentlich müsste das ganze Dorf ja, jeder müsste sein Haus hier dekorieren. Wir sind halt alleine für ein ganzes Dorf zuständig. Ne? Wir können das nicht alles, das geht nicht. Also hier vielleicht so, hä? Guck mal, das sieht doch schön aus. Das ist schön, ne? Ja, ich finde das auch gut. Also das ist okay. Okay, was noch? Natürlich. Geschenke, Geschenke. Alle meine, alle meine, alle meine. Ich habe gerade mal, ich habe mir vor ein paar Tagen, ich sammle ja Merchandise, ne? Ich sammle Gaming-Merchandise. Und ich habe vor zwei Tagen, ich will mir auch eine Schwertsammlung zulegen, ne? Oh, Backe, da war es zu Ende. Ich will mir auch eine Schwertsammlung zulegen. Und ich habe das perfekte Schwert, mit dem man eine Schwertsammlung anfängt. Ja. Und zwar ist das Tyraels Schwert. Ja, das Schwert von Tyrael. Das ist ein Muss. Kann ich mir schnell... Geht nicht, habe ich nicht mit. Verdammt. Mit den Geschenken machen wir hier später. Die Geschenke müssen erstmal in unser Haus. Ja, also Geschenke zu uns. Ja, das haben wir dem Dorf gesagt, ja. Also alle Geschenke direkt ins Haus liefern, please. Ja, bitte alles direkt ins Haus liefern. Und zieht den schäfischen Ringelsöckchen an, ja, das war unsere Idee. Also, das habe ich so gesagt, ne? Als Überraschung. Hallo, hallo, hallo. Rudolf the Red, ne? Ich würde so gerne jetzt gerade mal einfach ein Weihnachtslied anmachen. Ich habe da gerade so voll Bock drauf. Also wenn ihr wenn ihr die Folge gerade guckt, macht euch einfach selbst mal ein Weihnachtslied im Hintergrund an. Einfach mal so. Das kommt dann viel besser. Gibt ein schönes Feeling, ne? Ich habe eine Weihnachtsplaylist, die könnte ich sogar direkt mal zugreifen. Das ist dann ist immer so, ach Mist. Ich muss mal gucken, ob es irgendwelche GEMA-freie Weihnachtsmusik gibt, ey. Vielleicht ohne Gesang, einfach nur so Rhythmus. So ein bisschen. So, Geschenke natürlich zu uns. Pop. Ne, erstmal hier die schönen fetten Geschenke. Natürlich brauchen wir noch kleinere Geschenke, also einer Geschenke, ne? Das können wir ja auch noch machen. Wir brauchen erstmal wieder blau. Oh, da können wir da hier oben rumlaufen. Hier können wir auch noch irgendwie eine Bank oder so mal reinmachen, ne? Dass man so blöd gucken kann. Hm, wäre auch nicht schlecht. Also das ist der Boden von... Na gut, das können wir nicht wegmachen. Wir holen mal ein bisschen blau. Lalalalalala. Ich werde mal noch nicht so weit im Voraus aufnehmen. Noch ein paar Folgen, klar, aber ne, nicht so weit. Und ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr so von dem Texture Pack haltet, wie ihr das so findet, ob das so okay ist, ob man das so machen kann. Und wie gesagt, das ist noch dieselbe Aufnahmesession. Ich bin noch nicht dazu gekommen, Hannibal anzuschreiben. Ne? Und selbst dann hieß ja nicht, dass die auch gleich mal antwortet oder so. Hat ja auch zu tun, ne? Das ist ja... Da müssen wir halt dann uns gedulden und abwarten und Tee trinken, wie man so schön sagt. Warte. Warte. Das ist ein Muss. Eigentlich bräuchten wir jetzt einen Kamin, ne? Wir bräuchten jetzt eigentlich einen fetten Kamin im Haus. Wollen wir noch einen Kamin irgendwie ranbasteln? Ich will das draufsetzen. Also ich sitze dann, ich sitze immer früh hier, ne, so, oder abends dann, wenn es draußen schneit, da sitze ich immer hier so am Bett hier unter dem Fußboden, so, und nammel meine Kekse und ein schönes Glas Milch. Schokomilch. Nee, Erdbeermilch. Oh, ne, Erdbeermilch, jetzt eine Erdbeermilch. Oh, das ist geil. Na, dann sitze ich immer hier und mammel meine Kekse. Und guck dabei zu, wie der Schnee draußen fällt.
Jetzt bin ich neidisch. Ich will auch auf Menno. Hoffentlich schneit es dieses Jahr richtig. Also wirklich wieder so ein Winter wie ganz früher. Ne, so, du kannst nicht vor der Haustür gehen. Erstens arschkalt. Zweitens kriegst du die Tür nie auf. Zu viel Schnee vor der Tür. Oh. Was ist denn das? Indien. Indianer. Ein Pilger. Okay. Von mir aus. Bier mal. Das könnte man natürlich noch in der Tavanne ein bisschen hinsetzen, ne? Das käme da ganz gut. Hier haben wir noch Säckchen. Oh, wir bräuchten den Kamin, Freunde. Hier haben wir noch die kleinen einzelnen Pakete. Ich überlege gerade ernstlich, ob wir uns einen Kamin bauen. Ich überlege gerade nur, wohin wir den Kamin bauen könnten. Okay, wir brauchen noch ein bisschen Erde und so, ne? Erde und Sand für noch ein paar kleine Pinöpelchen hier. Das ist auch noch schön. Das ist schön groß, das hätte ich gern. Ach, guck mal, da brauchen wir mal sogar kein Blau. Sehr praktisch natürlich. Das hier auch noch. Da brauchen wir viel Blau. Okay, hier. Wir haben bloß drei Blau. Mit drei Blau können wir noch was anfangen. Zwei Blau, das ist annehmbar. So. Was gibt's denn hier noch? Ich liebe ja Plüschtiere. Ja, ein. Oh, treu. Ich habe mir immer ein Plüschtier-Sefsen gewünscht. Ein Eichhörnchen, ja, es will ein Eichhörnchen haben. Es hat mir schon immer ein Eichhörnchen gewünscht. Schon immer. Was kann man noch machen? Was ist denn das hier? Potions. Ich kann auch so Bilder Zauberecke und sowas. Ganz cool eigentlich. Was gibt es denn hier noch so schönes? Nähmaschine habe ich schon. Das habe ich schon, Freunde, habe ich schon. Ja, hier gibt es noch Ketten. Ach, krass. Ich muss das mal alles updaten noch, ey. Da gibt es noch viel mehr. Was haben wir denn noch? Ein Blüßhase. Oh, da braucht 3. Da braucht 4. Ganz toll. Die brauchen alle so viel. Cheese habe ich auch ganz cool. Okay, warte. So. Geschenke. Wir haben Geschenke. Wir müssen überall noch Geschenke hin. Das muss so richtig krass aussehen. Überall Geschenke. Überall Weihnachten. Überall Räucherkerze. Habe ich eine Räucherkerze? Also in Real Life. Ich überlege, ob ich Räucherkerze. Ich könnte mal eine Räucherkerze anziehen. So, warte. Ne, aber jetzt hier noch so ein bisschen. Ja, ein Eichhörnchen. Ich habe mir ein Eichhörnchen gewünscht. Ein Eichhörnchen-Plüschtier. Habe ich mir ganz sehr gewünscht. Hopp. Nee. Geschenke. Ach, sie ist geil, das war das, ne? Da müssen noch mehr Geschenke hin, das muss ein Berg sein. Wollen wir mal hier so bis unter die Decke Geschenke stapeln? Das wäre schon geil. Ach ja. Wie sieht das denn aus durch die Fenster? Wenn man das so sieht hier, wenn man so reinguckt, so ganz neidisch und so kleine Geschenke drin. Voll neidisch, ne? Das ist. Film mit dem Stern, das sieht geil aus. Jetzt ist wieder ordentlich schöner Mond. Aber random kommt ab und zu mal halt so ein Nyan-Cat vorbeigeflogen. Aber ich hab noch ein Geschenk. Ich hab noch ein Geschenk. Das ist mein. Was ich mein ganz allein. Das hab ich mir ganz hier gewünscht, was da drin ist. Ich hoffe, dass ich Diablo 4. So. Ciao! Die Diablo 4, ne? Also es wird ja jetzt hier auf der, es ist ja nur bald BlizzCon-Zeit, ne? Am 4. November, also wenn die Folge rauskommt, war das wahrscheinlich schon. Wenn die Folge rauskommt, war wahrscheinlich schon die BlizzCon. Ich hoffe, es gab Ankündigungen wegen Diablo 4. Boah, wenig, ich hau die.
Oder vielleicht riesen die SI irgendwas. Ich will irgendwas, ich will nicht weiterzocken. Was können wir machen? Wir brauchen ein bisschen Sand, ein bisschen Erde. Wie sieht das von hier aus? Simon, kann man das sehen? Und Rudolf, du wettest nur so hinten hier und so? Das sieht man nicht. Schade. Du bist nicht gechanged, das tut mir sehr leid für dich. Guck mal, sogar der Kürbis ist gechanged. Eigentlich müsste der Kürbis da oben jetzt auch gechanged sein. Das wäre auch cool. Sand und Erde, genau. Habe ich noch. Zack. Ach so, wir haben ja. Fällt mir gerade ein, wir haben ja oben reingetan. Sand. Das können wir gleich mal noch rausholen. Ja, sie folgen werden jetzt ein bisschen ruhig, bevor wir das nächste Bauprojekt angehen. Wir machen schön langsam. Erstmal Vorbereitung aufs nächste Projekt. Ganz in Ruhe Vorbereitung, ne? Nur nicht hetzen. So, jetzt prüfen wir uns wieder alles. Grüner Farbstoff ist eigentlich alle. Ist nicht so gut. Rot ist auch alle? Ernstlich? Nee, Rot ist noch hier. Ach, guck mal, hier haben wir noch was. Ja, wir haben noch Blau. Wir haben Blau. Yeah. Sehr geil. Ich freue mich. Rot haben wir noch. Ich bräuchte noch wieder Grün, ne? Wenn wir von Grün noch irgendwelchen Rotz, den wir mal zu grüner Farbe verarbeiten können. Hier, guck mal. Hier, grüner Farbstoff. Grüner Farbstoff. Hellgrün. Grün. Orange. Grün. Ah, ja, grün, sehr gut. Nahrung. Nö. Busch. Hellgrauer Farbstoff. Goldnugget. Gelber. Hellgrün. Na gut, wir haben. Warte mal. Oh, krabbelt. So. Wir haben ein bisschen was. So. Man muss noch ein bisschen was Blaues und dann läuft das. Da können wir noch ein bisschen was machen. So. Also, so. Okay. Deco Craft Action. So. Sehr gut. Okay. Was können wir noch machen? Wir können ja oben auch gleich mal den Weg so ein bisschen dekorieren. Hier auch den Anker, noch so ein Big Anker hier. Können wir auch gleich mal noch am Hafen anbringen, weil wir hier schon mal da sind, ne? Wenn wir schon mal dabei sind, können wir das halt mal machen. Das ist ja. Da machst du nichts, ne? So. Das Futter hier können wir wegpacken. Okay, was gibt's noch? Oh, Winnie Pooh. Das ist natürlich ein geiles Winnie Pooh Easter Egg, ne? Eigentlich müsste. Ich habe eine Idee für ein Easter Egg. Warte mal. Zettel, Stift, einen Moment. Ich habe gerade eine Idee für ein Easter Egg. Easter Egg. Okay, ich weiß gerade mal, wie Winnie Pooh geschrieben wird. Ich schreibe mal so. Okay. So. Es ist mal geil. Die Schneekugel. Oh, noch. Ein Mistelzweig muss sein. Obwohl, die Tradition mit dem Mistelzweig, ne? Die ist ja aus den USA eigentlich. Wenn ich mich da nicht täusche. Die ist aber noch nicht so richtig zu uns rüber geschwappt, oder? Also, so von hierher kenne ich das noch nicht so. Wenn ich das da ran mache, ist das dann wieder sonst wo. Da, Mistelzweig, haha. Ach, schön. Halt. Hier unten. Okay, hierher gehen. So, was noch?
noch mehr Geschenke. Man kann nie genug Geschenke haben, meine ich. Also, man kann ja nie genug Geschenke haben. Small Christmas Tree. Nö. Es hat mir so immer ein Schäfchenblüschtier gewünscht. Ich habe ja auch in Real habe ich so ein kleines Minecraft-Schweinchen, ne? So ein kleines Minecraft-Schweinchen habe ich da als Plüschtier. Das sitzt auch hier neben mir. Am PC. Ja. Und so ein Schäfchen wollte ich auch noch immer haben. Das muss ich mir mal da irgendwie holen, ne? Was gibt's denn noch? Karten. Die Puppe ist hübsch. Die hätte es auch gerne als Geschenk für Weihnachten. So, die müsste es auch haben. Einmal zack. Einmal zack. Achso, halt, vergessen. Ja. Wir können allgemein noch ein bisschen Deko machen. Das hier, das ging natürlich auch gut für den Hafen unten. Da können wir auch sowas hinmachen noch. Ne? Und der Mond geht gerade unter. Wir haben die ganze Nacht hier gewerkelt. Was können wir denn noch gut machen? Was würde sich noch gut machen? Die Puppe sieht gut aus. Oh, was gibt's denn noch? So ein Künstleratelier. Das, ne? Wir haben doch den Kunstsammler, ne? Da können wir sowas auch reinsetzen, dass der vielleicht auch niemals bemalt, ne? Das könnte man auch noch machen. Hier so einfach. Dass der so ein bisschen malt. Da können wir eigentlich so zwei machen. Dann machen wir zwei. Machen wir zwei Staffeleien. Meine Staffelei staubt auch ein, wenn ich ehrlich bin. Ich habe durch Minecraft, ich habe ja auch viel gemalt, ne, also richtig auf Leinwand, richtig große Bilder, aber das hat aufgehört, nachdem ich vor ein paar Jahren Minecraft gekriegt hatte. Jetzt kann man das so dreidimensional ausleben, weißt du? Das ist so, einerseits natürlich sehr schade, andererseits, naja, kann man nichts dran ändern, ne? Hier so, ne, die sitzt hier oben so, obwohl, so passt es nie, warte mal. Schäfchen? Schäfchen! Ja, Schäfchen! Okay, dann ist die Puppe. Die Puppe will ich auch unbedingt haben. Die sitzt hier. Ach, schön. Okay. Gehen wir mal zum Hafen, da können wir mal noch ein bisschen Dekor ranklatschen. Also noch ein bisschen mehr dekorieren hier. Die 200. Folge steht ja nun fast schon ins Haus. Ich habe sogar schon überlegt, wenn ich hier noch nicht offscreen dazu gekommen bin, solche kleine Sachen noch abzuschließen, ne, bevor vor dem Release, habe schon überlegt, ob ich vielleicht sowas mache wie Folge 199.1.2, so ein Stückchenweise noch ein bisschen weiterziehe. Das wäre mega mies, ich weiß das, aber naja. Hallo, es ist Weihnachten, Leute, freut euch, nein, noch nicht ganz, aber fast. So, wie sieht denn der Anker aus? Wo können wir den hinsetzen? Ich würde den gerne hier irgendwie ranhängen. Also hier so, ne? Kann man den... Oh, der ist ja riesig. Boah, der ist ja wirklich riesig. Krass. Okay. Dann ist natürlich die beste Möglichkeit dafür... Ist das so riesig? Der ist so riesig. Weil der ist wirklich riesig. Krass. Ja, hier. Ah, okay. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Dann passt das gut. Was ist das für ein fetter Anker? Das ist ja übel. Der Kleine auch gereicht. Ah ja, warte mal, das kann man auch machen. Moment. Wo ist es? Ah, wo ist das? Toilet Pipe. Okay. Hydrant? Nee. Das ist zu modern. Wo ist denn der Anker hin? Oder nicht hier? Ah, hier. Hier gibt es den kleinen Anker. Dann machen wir mal zwei von. So. Machen wir mal zwei kleine Anker.
Und die würde ich nämlich gerne, also die Folge ist gleich zu Ende. Wir setzen das mal noch. Wir setzen das mal noch. Moment. Hallo, hoppa. Ich hoffe, der ist jetzt wirklich klein und nicht riesig. Ah, der ist schief. So. Lass mal hier noch so diese. So. Ah, das ist doch recht doof. Okay, da müssen wir irgendwie oben noch mit hinsetzen. Das schaut, ich hätte ihn gerne irgendwie hier rangehangen, ne? So ein bisschen. Hier kann man sich natürlich nicht hinsetzen, ne? Ist klar. Es ist blöd, dass der so. Wird hier drin, ne? Hier könnte man natürlich den Anker lagern. Bei den Tags mit drin, können wir den Anker mit hin tun. Jetzt entdecke ich den Nachteil davon, dass wir das so gebaut haben, wie wir es gebaut haben. Ne? Ja, hängen halt, liegen halt nach Anker, ne? Als ja, Reserve. Selten die Schiffe vielleicht mal ihn verlieren. Lauf, lauf, lauf. Moment. Ich will mal irgendwas. Das passt ein bisschen zur Atmosphäre. Ein bisschen. Wir setzen bloß noch die zwei Leinwände und dann ist die Folge auch schon zu Ende. Und das ist auch erstmal das Ende der Aufnahmesession für mich. Ich bin gespannt, wie Minecraft das Texture Pack vertragen hat, jetzt im Nachhinein gesehen. Weil wie gesagt, das ist nicht, ja, nicht abgestimmt. Ich hoffe, da gibt es keine Probleme. Na, dass man hier das irgendwie noch so. Also das Bild, dass es dasselbe Bild ist, aber. Kann man hier lang? Ja, kann man. Okay. Gut. So viel dazu. Hätten wir das erstmal. Damit ist die Folge erstmal zu Ende und die Aufnahmesession. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, bei der nächsten Aufnahmesession. Hier können wir jetzt noch was hinsetzen hier. Sowas können wir jetzt noch hier hin machen. Wir haben ja wieder welche. Ja. Also, wir sehen uns dann. Warte, ich gehe auf den Markt. Gehen auf den Markt, da locken wir uns schön aus. Lalalalalala. Gut, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Hier präsentiere ich euch Rudolf, der Wettnose Rentier, ja. Der sagt auch tschüss. Tschüss, tschüss. Also bis zur nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.